So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der WWE 2K14 Challenge. Es ist mal wieder Facecam angesagt. Ihr seht mich, hallo. Wir haben es gerade 20 vor 2 nachts auf Montag. Und ich habe eigentlich Schule demnächst. Aber Schlafrhythmus umstellen und so weiter, ihr kennt das Ganze eventuell. Egal, WWE 2K14 Challenge ist wieder angesagt. Ihr konntet mir eine Herausforderung und ihr könnt immer noch Herausforderungen an mich stellen. In den Kommentaren, auf WrestlingGames.de, wo auch immer. Und aktuell steht es 15 zu 15. Und immer wenn ich es schaffe, eine Challenge von euch zu meistern, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich es nicht schaffe, bekommt ihr einen Punkt. Und ihr habt wieder aufgeholt. Ich habe gefühlt eigentlich mit 2 Punkten. Alle letzten meinen Challenges liefen nicht so gut. Die eure Challenge, die machte ich ganz gut, nachdem wir jetzt schon die Blind-Challenge hatten. Und die, hatten wir noch? Einhand-Challenge. Kommen wir jetzt die folgende Challenge von Schnucki98 mal wieder. Und er schreibt, die ultimative Facecam-Beweis-Challenge. Hier wird ein normales Singles-Match. Bedingung, halte dein Controller verkehrt rum, sodass du die Buttons nicht sehen kannst. Schwierigkeit schwer, dein Charakter mir egal, Gegner John Cena. Ich habe mir hier ein Bug ausgesucht, ein kleines Rematch. SummerSlam, was war, 2011 oder so, ne? Ist mein Controller. Und den muss ich den so halten. Das ist übrigens der Controller in der God of War-Ausgabe. Ich habe den nur, weil es den so im Bundle gab. Ansonsten spiele ich kein God of War. Habe ich auch verkauft danach. Also das God of War war mitgeliefert. Ich bin ein Wrestling-Spieler. Rate mal, warum mein Kanal nur sich mit Wrestling-Spielen befasst. Ich würde mal sagen, los geht's. Ich gehe sogar so weit, dass ich auf Legendär spiele. Ich habe es noch nicht vorher ausprobiert. Ich hatte jetzt keine Lust, auch schwer umzustellen, die Schwierigkeit. Das wird was. Natürlich kann ich mich jetzt sehen hier im Prinzip wie ein Spiegel, aber da muss ich auch umdenken, deswegen werde ich dort nicht hingucken. Und ich würde mal sagen, also weil ich meine Webcam sehe auf einem anderen Monitor und hier ist das Spiel. Würde ich mal sagen, legen wir los. Ich fange schon mal an. Ich habe es schon mal erwähnt, oder ja, in der Story-Ausgabe habe ich es erwähnt, dass ich total Probleme habe, umzudenken in Sachen verkehrt rum und so weiter. Ich kann zum Beispiel keine Wörter verkehrt rumlesen, überhaupt nicht. Oder auch Spiegelschrift und so weiter, da brauche ich richtig, richtig lange. Mal sehen, wie ich hier klarkommen werde. Ich denke, das sollte eigentlich ganz gehen mit dem Konter, mit dem Daumen hier. Oder? Ja, muss ich ja im Prinzip so machen. Ich darf die nicht sehen, hat er gesagt, ne? Okay. Los geht's. Okay, X. Hiermit ist Lenken. Muss ich. Nur sind die Seitenachsen nur vertauscht. Oh Gott, das wird ja was. Das wird ja was. Haltet extra den Controller so, damit ihr es sehen könnt. Und so mal gucken, ob ich mich bewegen kann. Schon falsch. So denn. So. So, Content krieg ich hin. Okay. Das war doof. Das war jetzt ein Whippen. Okay. Das habe ich hingekriegt. Geil. Mensch, das wird schwer. Das wird schwer. Das wird wirklich schwer. So, dann. Mal schlagen. Fuck! Das ist richtig ungewohnt! Mit dem Daumen zu kontern! Hoch. Dann mache ich ein paar Schläge. Vielleicht hätte ich das mit dem Dings nicht machen sollen. Doch auf Dings umstellen. Also auf Legend. Okay. Das ist echt hart für mich. Für manche eventuell wäre es nicht so hart. Aber ich habe, wie gesagt, echt Probleme damit, umzudenken. So. So. Mein Grapple. Ne. Gut, haben wir das. Dann einmal bitte umdrehen. Dann einmal hoch. Und dann Superplex oder Franksteiner. Jawohl, geil. Cool, weil ich alles hinkriege. Aber gehen habe ich wirklich Probleme. Okay. Hoch. Irgendwas. Suplex, gute Wahl. Torn, das krieg ich noch hin. Fuck. Falsche Hand. Ich wollte eigentlich schlagen, aber getauntet. Solltet ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, dann macht doch selber so ein Challenge-Video. Vorausgesetzt, ihr habt die nötige Hardware. So teuer ist es auch mittlerweile nicht mehr. Fuck. Das ist voll ungewohnt, wenn man auf einmal kommt dann mit dem Daumen, obwohl man damit immer schlägt oder so. So.
Nicht gekontert. Okay, und Cena ist ja allgemein schon ein schwerer Gegner. Muss man ja sagen. So, komm. Ich fange dich auf. Jawohl, Neckbreaker, geil. Wie cool bin ich denn? Cena ist wirklich allgemein schon so ein Charakter, der schwer zu besiegen. Alter, man muss sich wirklich so konzentrieren, die richtigen Tasten zu drücken. Normalerweise macht man das ja ohne nachzudenken. Fick dich. So. Geht schon wieder gut los. Ah, schön abgefahren, wie sich gehört. Dann würde ich mal sagen, ach so, aufs Top Rope? Nee, komm, das skippe ich. Dreieck! Oh, ich hab's hingekriegt. Ein GTS zu zeigen. Ich fürchte aber, dass das noch nicht reichen wird. Cover! Fuck! Andere Seite. 3, 2. Okay, das war mir klar. Ah. Okay, das wieder hoch. Und dann gewöhnt man sich dran, ne? So halb. Aber aus Top Rope gehen habe ich mir jetzt noch nicht zugetraut. Hätte ich wahrscheinlich zu lange gebraucht. Ich spiele vielleicht so besser als normal. Man weiß es nicht. Aber sobald Cena einen Finisher kriegt, ist es natürlich problematisch. Weil dann muss ich auskicken. Aber das soll ich eventuell auch noch hinkriegen. So ist Grappeln. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so gut ausgehen wird hier. Nein. So, schöner Pin. Schoolboy. Rope Break aber. Dann wird es jetzt Zeit. Nee, wollte ich nicht. Fuck. Versuche in die richtige Richtung. Nein. Fuck. Nein, du kannst mich mal, Cena. Durch Torn jetzt wieder, bis ich einen Finish habe. So mache ich das. Auf diese Weise werde ich gewinnen. Hoffentlich. Mal sehen. Bam! Jawohl. Gehen wir Tornrunde. Zack, zack. Schön wieder Schoolboy abgefangen. Ah. Irgendwas. Schön der Suplex wieder. Jawohl. Take. Yes. Jawohl! So, jetzt pass auf. Dein scheiß Comeback, du kannst mich mal. Ich geh jetzt auf Top Rope. Krieg das hin? Ah, fuck! Dann halt nicht. Fall down. Dann würde ich mal sagen, skip nach oben. Und jetzt. Ach, ich darf nicht gucken, Entschuldigung. Finisher! Oh ne, Content L! Fuck you! Nein! Fuck. Das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Darf nicht gucken. Das geht überhaupt nicht gut aus. Es hat eher einen Finisher. Okay. Ich hoffe, dass ich mit dem Rücken zu ihm stehe. Das sieht gut aus. Komm, bitte, bitte, bitte! Nein! Ich glaub's nicht! Warte, ich muss mich überlegen. Damit ist Resiliency aktivieren. Ah, oh, ohne Resiliency geschafft. Bin der Beste. Also, sobald er seinen Finisher macht, aber er hat seinen Comeback-Moment verloren. Das heißt, er muss relativ wieder lange warten, bis er einen Signature Move hat, soweit ich das jetzt sagen würde. Okay. Jetzt muss auch noch darauf achten. So, dann. Grapple, irgendwas. Warte mal, wie sieht denn seine Gesundheit aus? Damit. Warte, probier doch einfach. Submission. Wer ist damit? Wenn wir seine Resiliency wegkriegen und so weiter. Ey, hör auf zu pinnen, was soll denn das? Suck up. Gut. Nein, du kannst mich mal. Nach unten. Dann Submission ansetzen. Ahaha.
Komm schon, Cena, was soll denn das? Ich hasse Button-Smashing. Schon so. Jetzt auch noch so behindert machen. So, fick dich. Ich hab'n. So. Pass auf. Ab! Jetzt aber! Go to sleep, my friend. Ey, wer kommt das jetzt wieder? Das sieht gut aus. Kreis ist da. Cover, 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 cover. Komm, komm, jetzt. Eins. Wehe, der kriegt aus. Ja! Yes! Booyakasha! Gewonnen, gewonnen. Jawohl. War aber ein harter Kampf. Wahrscheinlich wäre auch ein normales Singles-Match so anstrengend gewesen gegen Cena. Man weiß es nicht. Gut, das war's für heute. Ich muss mal nochmal ein paar schöne Highlights an. Ich denke, das sollte jetzt alles zu deiner Zufriedenheit sein. Nur weil ich ein, zwei Mal so reingeguckt habe, soll das nicht ein Problem sein. Ist ja, muss er trotzdem umdenken. Aber sowas von. Ey, da hatte ich echt Probleme, ne? Muss mich wirklich 100% die ganze Zeit konzentrieren. Naja, das will man machen. Match gewonnen gegen Cena auf Legendär. Eigentlich müsste ich ja 2 Punkte jetzt kriegen, ne? So, steht 16 zu 15. Und ich führe wieder. Mit 1 Punkt im Vorsprung. Wenn ihr Herausforderungen an mich habt, dann schreibt mir diese in die Kommentare. Wie wir das jetzt machen werden mit Challenges und welchem Rhythmus. Wegen History-Zeugs, Let's Play und so weiter. Weiß ich noch nicht, ob ich es, wenn ihr das hier seht, schon entschieden habe. Ihr erfahrt es bestimmt auf Facebook im Livestream, der am Mittwoch war. Oder so. Gut, bis dann, wünsche euch einen schönen Tag. Euer Franz, euer Zock, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss, Daumen hoch, wäre cool. Nicht vergessen.